Hallo liebe Leute, willkommen zu Let's Show Circus Grande. Das, was ich ja schon längere Zeit auf meinem Kanal stehen habe und jetzt, da ich mehr Zeit habe, endlich anfangen werde. Das Projekt wird nicht so regelmäßig kommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es handhabe. Kommt auch darauf an, wie das Interesse eurerseits da ausfällt. Wie ihr schon sehen könnt, es ist ein Zirkusspiel, deshalb heißt es auch so. Soweit ich weiß, bin ich der Einzige, der hier von jemals ein Video jetzt bis jetzt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einer kennt, das Spiel, aber ich werde euch ranführen. Die Optionen, ich guck mal, wie es mit dem Soundverhältnis ist, müsste aber eigentlich ganz in Ordnung sein. Wir starten in Europa. Es gibt, soweit ich weiß, drei Länder, also drei Kampagnen, wenn man so will. Wir werden alle drei spielen, und zwar Europa, Amerika und Asien oder sowas in dem Raum da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann sich doch... Aha, okay. Europa, Florida und Orient. Gut. Ja, wenn man so will. Das werden wir uns später noch ansehen, was es hiermit auf sich hat. Und wir starten direkt. In Europa. Verurteilt das Spiel bitte nicht zu früh. Es ist eine Simulation, aber keinesfalls so etwas wie der Müllabfuhrsimulator oder der Tagebausimulator. Was auch immer, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen länger lädt, was recht ungewöhnlich ist eigentlich. Aber naja. Es ist grafisch nicht auf dem neuesten Stand, ist aber auch schon ein bisschen älter. Ich finde, es ist liebevoll gemacht und das zählt, es macht Spaß. Und ja. Gucken wir einfach mal, wenn der Ladebalken jetzt mal ein bisschen schneller macht. Als ich mein Studium beendet hatte, dachte ich, mein Leben würde nun in geordneten Bahnen verlaufen. Ich nahm einen Job bei einer Bank an und begann, ein wenig Geld zu sparen, damit ich mir Dinge kaufen konnte wie ein Fernseher und ein Auto. Ich mietete mir eine kleine Wohnung. Die Arbeit in der Bank machte mir allerdings wenig Spaß. Sie langweilte mich immer mehr, aber ich brauchte eben ein festes Einkommen. Wenn ich jedoch nach meiner Arbeit wieder nach Hause kam, war alles anders. Das geregelte Leben ließ ich in der Arbeit zurück und am Wochenende war ich ein freier Mensch. Oder zumindest dachte ich das. Eines Tages im Sommer beschloss ich, an einen See zu fahren. Anstatt meines Anzugs trug ich die Ausgehschuhe meines Großvaters, ein geringeltes T-Shirt und kurze Hosen mit Hosenträgern. Ich war guter Dinge und freute mich auf einen wunderschönen Nachmittag. Am Strand traf ich meinen Chef. Er sah aus wie immer. Hatte sogar bei dieser Hitze seinen Anzug an. Hey, Sie. Wissen Sie eigentlich, wie Sie hier rumlaufen? Ach, ich gehe ein bisschen an den Strand. Das Wetter ist heute so schön. Ich fragte Sie nicht, wo Sie hingehen. Ich fragte Sie, wie Sie rumlaufen. Naja, ich würde sagen, wie jemand, der gute Laune hat und der gerade zum Baden geht. Ach was, Sie sehen aus wie eine Witzfigur, aber nicht wie ein ordentlicher Bankangestellter. Heute bin ich aber kein Bankangestellter. Heute bin ich ein ganz normaler, freier Mensch. Ein Bankangestellter ist immer ein Bankangestellter. Er ist immer im Dienst. Unsere Bank hat eine über 200-jährige Geschichte und Sie laufen rum wie irgend so ein Clown. Aber... Was aber? Sie halten sich wohl für besonders originell. Dann können Sie beim nächstbesten Zirkus anfangen, so verlottert wie Sie aussehen. Treten Sie mir ja nicht mehr in so einem Aufzug unter die Augen. Ich war sprachlos. Ich sah also tatsächlich aus wie einer vom Zirkus. Aber warum eigentlich nicht? Ich mochte den Zirkus schon immer sehr gern. Ich erinnerte mich, wie ich als kleiner Junge die Vorstellungen im Zirkus meines Onkels Alan angesehen hatte. So betrat ich am nächsten Tag das Büro meines Chefs und bat ihn um ein Gespräch. Ich fand den Mut, ihm zu sagen, dass mir die Schuhe eines Clowns wirklich viel besser gefielen als die blank geputzten Schuhe eines Büroangestellten. Er war fassungslos. Als ich ging, blickte er mir nach, hob seine Hand, wie um mich zurückhalten zu wollen, und schien noch etwas zu sagen. Aber meine Entscheidung war gefallen. Ich verabschiedete mich von meinen Kollegen und fuhr in die Stadt, in der Zirkus meines Onkels Alan stand. Als ich dort ankam, war ich überrascht. Der Zirkus war verlassen und leer. Ich hatte Musik, Tiere, bunte Plakate und lauter fröhliche Menschen erwartet.
Junger Mann, suchen Sie etwas Bestimmtes? Warum nennst du mich denn junger Mann? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das sage ich eigentlich zu jedem. Und wie kommt es, dass du wie ein Mensch sprechen kannst? Das ist doch immer das Gleiche. Alle Menschen fragen mich, wie kommt es, dass du sprechen kannst? Aber es gibt doch auch genügend Menschen, die hervorragend bellen können. Warum gehst du nicht zu denen und fragst sie, warum sie sprechen können wie ein Hund? Naja, du musst zugeben, dass das schon etwas ungewöhnlich ist. Weißt du, was ich viel ungewöhnlicher finde? Dass jemand wie du hierher kommt. Vor allem jetzt. Wer bist du und was willst du hier? Sag schnell. Ich bin nämlich nicht nur ein gut sprechender Hund, ich bin auch ein sprechender guter Wachhund. Du hast recht, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Peter. Und ich bin Buddy, der vierbeinige Tausendsasser. Also Peter, was willst du bei uns? Ich bin auf der Suche nach meinem Onkel Alan. Ach, da sieh an. Der Chef ist ein Onkel von dir? Ja, und ich bin gekommen, weil ich ihn besuchen will. Also, dann gehen wir. Worauf warten wir noch? Er kann bestimmt ein bisschen Aufmunterung gebrauchen. Warum? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Sieh dich doch mal um. Sieht das vielleicht nach einem erfolgreichen, blühenden Unternehmen aus? Meine Güte, wie ist es möglich, dass das hier kein weltberühmter Zirkus ist, wenn mein Onkel einen Hund hat, der sich vierbeiniger Tausendsasser nennt und der auch noch sprechen kann wie ein Mensch? Das ist eine andere Geschichte. Ich leide an extremem Lampenfieber. Ich stehe auf der Bühne und bringe vor lauter Angst keinen Ton mehr heraus. Das ist ja gerade die Ironie an der Geschichte. Das ist wirklich unglaublich. Du bist also nicht nur ein sprechender Hund, sondern auch noch ein schüchterner sprechender Hund. Hey, mach dich bloß nicht über mich lustig. Sonst vergesse ich, dass du der Neffe vom Direktor bist. Ich habe ein paar ziemlich scharfe Zähne im Maul. Ist ja schon gut. Ich wollte nur einen Scherz machen. Das fand ich aber gar nicht komisch. Onkel Alan, wie geht es dir? Ich möchte so gerne bei dir im Zirkus arbeiten. Vielleicht kannst du mir wirklich helfen. Aber sei gewarnt. Du hast eine Menge Arbeit vor dir. Wenn ich fort bin, bist du allein für den ganzen Betrieb verantwortlich. Moment mal. Ich kenne mich zwar ein bisschen mit Wirtschaft und mit Management aus, aber ich bin trotzdem nur ein Bankangestellter. Vom Zirkus habe ich absolut keine Ahnung. Hab keine Angst. Buddy wird dir alles Nötige erklären. Aber Onkel Alan, Buddy ist ein Hund. Aber er ist nicht irgendein Hund. Er hat viel Erfahrung. Unterschätze ihn nicht, er ist jetzt schon einige Jahre bei uns. Und er weiß über den Zirkus beinahe noch mehr als ich selbst. Er begleitet dich bei allem, was du tust und hat immer ein offenes Ohr. Auch jetzt sitzt er sicher vor unserer Tür und horcht. Das ist nicht wahr! Siehst du? Also, wenn du irgendetwas wissen willst, frag einfach Buddy. Ich habe das Gefühl, ich lasse meine bessere Hälfte hier, wenn ich ihn jetzt verlasse. Aber ich brauche jetzt dringend Urlaub. Ich hab's mir verdient. Mein Onkel will in den Urlaub fahren. Und ich will mich so lange um den Zirkus kümmern. Er sagte, du würdest mir dabei helfen. Natürlich helfe ich dir. Komm mit zu den Zirkuswagen. Ich stell dich gleich den Leuten hier vor. Auf dem Grundstück des Zirkus kannst du auf den Plattenwegen herumgehen. Benutze die Pfeiltasten, um dich vorwärts zu bewegen und die Maus, um die Blickrichtung zu ändern. Geh zu einem der Zirkuswagen. Ja, Leute. Weg mit dir. Ich lebe noch. Und ja, wir sind jetzt im Spiel. Das ist jetzt nicht die Perspektive, die wir im Spiel benutzen werden. Aber das ist jetzt so ein bisschen das Tutorial. Wir haben jetzt erstmal eine ganz schön dicke Story-Einführung bekommen. Also unser Onkel hat ja nicht so den großen Erfolg mit dem Zirkus. Und wir werden natürlich, darum geht es ja in dem Spiel hier. In den Zirkuswagen leben die Künstler. Artisten, Clowns und Dompteure. Gehe ganz nah zu einem hin und aktiviere das Menü im Inneren durch einen Klick mit der rechten Maustaste. Versuch's mal. Und wir werden uns darum kümmern, den Zirkus aufzupeppen. Hier sehen wir jetzt einen unserer Künstler. Das ist seine Unterkunft, der Zirkuswagen. Wir können ihn auch entlassen, oder? Ich glaube, umziehen heißt das hier. Hier sehen wir Betriebskosten und was das hier alles produziert, aber das ist nicht so wichtig.
Du kannst überall herumgehen und dir den Zirkus aus der Perspektive eines Hundes ansehen. Aber meistens wird es sinnvoller für dich sein, die Vogelperspektive zu nutzen. In diesem Modus kannst du dich durch Drücken der Pfeiltasten und der Maus bewegen und dich herumdrehen. Versuch es einmal. Drück die Taste F5. Genau, und das wird dann auch die Perspektive sein, die in wir benutzen. In dieser Ansicht kannst du Gebäude errichten und einreißen, Wege anlegen und andere Aktionen durchführen. Klicke auf das Wegesymbol im linken unteren Bereich des Bildschirms und baue einen Plattenweg. Diese Wege sind nicht nur Schmuckwerk. Alle Gebäude müssen an sie angeschlossen sein, damit sie funktionieren. Die Wege und Gebäude können mit Hilfe des Bulldozer-Symbols abgerissen werden. Einige Objekte musst du allerdings stehen lassen. Das Tor, das Haus des Zirkusdirektors, das Zirkuszelt und die Wege, die diese Gebäude verbinden. Ohne diese Gebäude könnte der Zirkus nicht existieren. Oh nein, wie schrecklich! Au. Aber bei einem Zirkus geht es nicht darum, Gebäude abzureißen und welche zu bauen, sondern darum, eine wunderschöne Zirkusvorstellung auf die Beine zu stellen. Schau also zuerst nach, was deine Künstler schon alles können und erstelle dann dein erstes Programm. Los geht's! Klick auf einen Künstler. Ah ja, Mann, ich kenne das schon, aber für euch lasse ich es nochmal so ein bisschen durchlaufen. Also, was er uns jetzt sagen will, wir müssen natürlich ein Zirkusprogramm erstellen und wir können uns das auch ansehen. Wir haben jetzt zur Auswahl bis jetzt nur Abendprogramm, später können wir auch ein Nachmittagsprogramm machen. Wir haben bis jetzt nur 4 Künstler, wir können später neue anheuern und wir müssen allen Künstlern, wenn wir besser werden wollen, neue Kunststücke beibringen. Die Sterne zeigen an, was die denn so an Fähigkeiten so haben. Und die Smileys zeigen unverkenntlich an, wie es denen denn momentan so geht. Also, wir erstellen jetzt mal unsere erste Show. Wir klicken auf den Künstler und dann sehen wir hier, was der denn so kann. Das da unten ist gar nicht so wichtig, das zeigt an, was das für Eigenschaften das Kunststück hat. Zum Beispiel hier Exo heißt Exotik, SPS heißt Spaß, ist das süß, wie ist das Tempo der Nummer, das kommt aber alles später noch mehr ins Spiel. Wir sollten die Kunststücke auch immer in einer sinnvollen Reihenfolge anordnen, also schwierig, weniger schwierig, so dass nicht das Schwerste zuerst kommt und das Leichteste zuletzt, ne? Aber das ist ja jedem klar. Wir beginnen einfach mal hiermit und zum Schluss noch was Leichtes. So. Dann gehen wir zurück auf die Künstler. Dann kommt, wer kommt denn dann? Der Clown macht mal, was macht er denn? Trampolin. Er läuft erstmal auf Stelzen. Nee, will ich nicht. Wie kann man das nochmal entfernen? Löschen, ne? Nein, jetzt habe ich ihn gelöscht. Also, er läuft erstmal auf den Ball. Ach, jetzt ist er zuerst dran. Egal, das ist nicht so wichtig. Dann springt er Trampolin. Läuft über Seil und Spuckbälle. So. Dann das Pferd. Hä? Na, wieso geht das jetzt nicht? Hallo? Kann das noch keine Kunststücke? Das kann natürlich sein. Ja, es kann noch keine Kunststücke. Die Hunde. Dafür braucht man dann auch immer einen Dompteur, ist ja klar. Und jede Vorstellung kostet auch immer Energie, den Künstlern. Das muss man dann alles zusammen abpeilen. Also das ist eine Simulation. Und was nehmen wir denn hier mal? Der kickende Mann, der hüpfende Mann. Als erstes können die mal tanzen. Wieso hat der jetzt hier weggemacht? Au, du sollst doch nicht das und dann das. Ja, Man-Management geht schon voll in die Hose. Dann springst du darüber und dann machst du das. So. Dann können wir natürlich jeder Nummer noch Musik, Lichteffekte und sonstiges hinzufügen. Das ist jetzt aber gar nicht mehr so wichtig. Unser Hund hat gesagt, also Buddy, unser Ratgeber hat gesagt, wir sollen uns das jetzt mal in der Vorschau angucken. Da ich Perfektionist bin, lege ich jetzt schon mal Musik drunter, kostet ja nichts. Optimistisch, fröhlich, langsam. Die Musik muss natürlich auch immer zur Nummer passen, sonst sind die Zuschauer verwirrt. Ja, das gibt's hier auch. Scheinwerfer haben wir alles noch nicht.
Wir können hier ein bisschen... Ich denke mal, wir lassen die Musik hier durchlaufen. Klassische, komische... Ah ne, dann nehmen wir hier die Musik und dann nehmen wir hier diese Musik. Dann noch hier die ganz billigen Lichteffekte und du kriegst eine leicht langsame, melancholische Musik. Jo. Okay, dann haben wir unser erstes Programm erstellt. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Let's Show auch deswegen, weil ich nicht alles zeigen werde. Ihr seht schon, der Spielverlauf ist jetzt nicht ganz so interessant. Aber es macht Spaß. Ich weiß nur nicht, wie viel Spaß es für euch zum Angucken macht. Vielleicht doch durch meine Kommentare. Wir werden sehen. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal unsere erste Vorstellung an. In der Vorschau.